Grüß Gott, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie letzte Woche Donnerstag wart ihr ja auch dabei. Heute seid ihr wieder dabei. Heute geht es um Kreissäge, Kreissägenblätter, Plattner, Kirschholz. Bleibt dran, zieht das bis zum Schluss durch, auch wenn es nicht immer schön ist. Durchhalten ist die Devise. Viel Spaß. Hallo? Viel Spaß. Komm schon. Sehr offen. Hallo. Hallo, was ist das? Das ist dein neues Projekt. Schon wieder? Also ein ganz kleines Projekt. Es kommen noch zwei hinterher. Noch zwei? Ja, kannst du es mal nehmen? Es ist Sonntag. Na ja. Was machst du im Burgenland heute an einem wunderschönen Sonntag? Das Nachholen, was wir gestern vergessen haben, am wunderschönen Samstag. Also. Ja. Ich würde dich darum bitten, dass man die Platten zurechtschneidet. Muss das ein schöner Schnitt sein? Na schon. Also ein anderes Blatt. Ja, und er sollte nicht ausfransen. Das ist ein Kleiderschrank. Was machst du da? Blattwechsel. Ja, von Längsschnitt auf Querschnittblatt. Das habe ich, ja, genau. Das habe ich gestern gelernt. Ja. Bei einer Kreissäge gibt es verschiedene Kreissägeblätter. Dieses Blatt, das gerade eingespannt ist, ist ein Längszuschnittblatt, also zum Pfosten aufschneiden, auftrennen. Das hat wenig Zähne und hier dieser Platz ist da, um das viele Material, das herausgeschnitten wird, abzutransportieren und unten wird es dann abgesaugt. Jetzt werden wir die Kreissäge errichten für einen Zuschnitt. Es gehört noch Kirschenholz zugeschnittener. Diesen Tisch brauche ich jetzt eigentlich nicht. Ich hätte ihn jetzt eigentlich abbauen wollen, aber jetzt denke ich mir wieder, warum soll ich den abbauen? Dann brauche ich nur diesen Schuh hier montieren. So, und jetzt brauchen wir auch ein anderes Kreissägeblatt, und zwar ein Längsschnittblatt. Du kannst dieses Blatt filmen. Das ist ein Quer, also mit dem schneidet man ins Querholz. Das ein hat mehr Querschnittblatt. Also ja, wie etwas schönere Schnitte. Und das hat weniger Zähne, das hat hier mehr Platz zum Ausräumen des geschnittenen Materials. Und somit ist das ein Längsschnittblatt. Das Längsschnittblatt nimmt man für die Länge. Man kann aber auch einen kurzen Langschnitt machen. Das ist natürlich auch möglich. Wenn das Teil, das man in der Länge schneidet, nicht lang ist, ist es ein Langschnitt, ein Längsschnitt, aber ein kurzer. Mhm. Ist das zu verstehen? Ja, ja. Man kann auch... Also so wie beim Friseur. Genau. Nur ohne Dauerwelle. So wie ich laufe, so gehe ich auf. Dieses Blatt ist leider kleiner wie das andere. Das heißt, ich muss den Spaltkeil einstellen. Ich werde mir jetzt demnächst ein Längsblatt auch in großes kaufen. Dann erspare ich mir jedes Mal den Spaltkeil zum Umstellen. Das machst du jetzt gerade, den Spaltkeil? Jetzt stelle ich den Spaltkeil um. Das ist der Spaltkeil? Ja, genau, dass das Holz nicht zwicken kann. 5 mm sollte es hier sein, und es sollte 2 mm unterm Kreissägeblatt oben drunter sein. Aber das ist mit diesem Spaltkeil nicht möglich. Der ist für große Kreissägeblätter. Aber trotzdem ist es sinnvoller, den falschen Spaltkeil zu haben, wie gar keinen. So, und ganz am Schluss gebe ich wieder die Entriegelung heraus. Oh. Dann ist das Blatt gesperrt gewesen. Und natürlich kann ich die Schraube auch noch anziehen. Wie wenn alt es gesperrt ist diese Tischkreissäge da? 1979 oder 76. 1980. Und jetzt habe ich keine Freude mehr. Jetzt schneiden wir das Kirschholz zu. Grob. Das werde ich dann liegen lassen, 2 Wochen. Dann wird es abgerichtet, dicken gehobelt. Grob. Wunderschönes Kirschholz. Ja, ja, dann wird es wieder liegen gelassen. Circa einen Monat. Und dann wird es nochmal abgerichtet und gehobelt, dass es wirklich ganz ruhig ist. Ich werde hier am Ende, schneide ich natürlich 10 cm weg. Und 130 brauche ich meine Teile. Jetzt werde ich natürlich nicht genau 130 schneiden, sondern 140, 150. Und jetzt schneide ich das hier ab. Sie schneidet nicht mehr sehr viel.
Ich habe ein paar Nägel schon damit sicherheitshalber geschnitten. Puha, leicht ist das auch nicht. Glaubt man immer, eine Kirsche ist zu leicht. Ja, aber der Baum dazu ist schwer. So, was sehe ich hier an diesem Teil? Hier sehe ich was, hier sehe ich was, hier sehe ich was. Hier ist das ganze Holz grün geworden. Das ist die Grünkrankheit beim Kirschbaum. Nein, natürlich nicht. Hier wurde es angestrichen, dass bei der Trocknung über das Hirnholz nicht zu schnell zu viel Feuchte weggeht und dann reißt das Holz ein. So, ich schneide 7 herunter, wenn ich es 6 brauche. Normal schneide ich immer um 7 mm größer. Das geht sich auch aus mit Hobeln. Aber in dem Fall lasse ich es mehr, weil ich zweimal abrichten will. Natürlich keinen allzu schönen Schnitt herstellen. Je weniger Zähne, desto mehr reißt es natürlich aus. Bei diesem Blatt ist noch wichtig zu sagen, es ist ein Flachzahnblatt, also die Zähne sind alle gerade. Wenn man mit diesem Blatt zum Beispiel Schlitz und Zapfen herstellt, hat man nicht dieses komische V, das ein Wechselzahnblatt herstellt. Also das hier ist ein Wechselzahn. Ein Zahn ist in dieser Seite und ein Zahn in dieser. Jetzt bleibt natürlich beim Schneiden in der Mitte so ein kleines V über. Und das muss man dann im Nachhinein mit dem Stemmeisen wegputzen. Bei einem Flachzahn ist das nicht der Fall. Und das hier, also dieses Wechselzahn mit mehr Zähnen, das ist gut für genauer Zuschnitt. Wenn ich jetzt Platten habe, die schon fertig sind, furniert zum Beispiel, also fürs Furnieren gibt es noch eine Furniersäge, ein Furnierblatt, das ist noch feiner, die hat noch mehr Zähne. Ich zeige euch kurz einen Blick hin. Hier viele Zähne. Wie gesagt, das war nur ein kurzer Blick. Mit diesem Blatt schneide ich alle möglichen Arten von Platten zu. Dreischichtplatten, Massivholzteile, die ich verleimt habe und die schon fertig sind, lege ich damit genau ab, schneide sie auf Breite. Also es wird ein relativ schöner Schnitt. Mit dem Längsschnittblatt, mit den wenigen Zähnen, wäre das nicht so schön, dieser Schnitt. Das ist ein Längsschnittblatt, das kommt jetzt heraus natürlich, weil wir arbeiten jetzt mit einem feineren Blatt, weil du willst ja schöne Schnitte haben, hast du gerade gesagt. Ich will wunderschöne Schnitte haben. Eigentlich die schönsten Schnitte Europas. Richtig ist auf jeden Fall das Sägeblatt. Genau, da kann man jetzt auch richtig einstellen. Ja, aber ein Längsschnitt hättest doch, musst du auch machen. Das macht man mit dem hier auch. Wirklich? Ja. Na, wozu braucht man dann die unterschiedlichen Sägeblätter überhaupt? Das andere Blatt macht keinen schönen Schnitt. Ach so, na, das wollen wir nicht. Da geht es nur, dass man schnell quasi auftrennen kann. Ach so. Wahnsinn. Es ist noch immer nicht fertig. Sind wir schon fertig? Nein, ich muss den parallel an, also den Längsanschlag, oder wie man dazu sagt, montieren. So, okay, jetzt kommt ein Parallelanschlag oder Queranschlag, Längsanschlag. Das ist der Parallelanschlag, das ist der Längsanschlag. Ah. Kann man aber auch parallel da quer nutzen. Wunderschön. Viele nehmen den Längsanschlag als Queranschlag. Mhm. Das ist dann ein Qualler. So, also ich habe hier diese Bretter. Ich weiß nicht einmal, wie breit die sind.
Ich hätte gerne eine. Schätzen wir! Nein. Der näher dran ist, hat gewonnen. 52. Okay. Das hätte ich auch gesagt. Da war es 51. 51 sag ich. Okay, 53. Ich sag 53. Obwohl es 52,5 ist. 51,7. Du bist näher, oder? Bist du ein Wurstzettel? Ein Wurstblau im Minus. Wir haben um nichts gewettet. Haben wir nicht? Nein, wir haben nur gesagt, schauen wir, wer recht hat. Das ist jetzt auch. Nein, darlegen, ablegen. 97,5. Das ist immer. Zwei Bretter auf einmal. Das ist, nein. Nein, oh Gott. 97,5. Ja. Ist es eine Rechnung von dir? 3x3 ist? 5. 97,5. Ja. Okay, das stelle ich jetzt da. Ich habe keinen Gehörschutz aufgehabt. Ich auch nicht. Hast du was gesagt? Nein! Ich höre nichts mehr! Was willst du? Hallo! Hallo! Brille hatte ich eh auf. Wenn man keine Brille auf hat, sieht man nichts und hört man nichts mehr. Was ich aber noch kurz sagen will, ist, ich habe mir Gehörschütze gekauft, also nicht einen Schutz, Schütze. Also ich kann mir jetzt extrem viel Gehörschütze aufsetzen und ich höre fast nichts mehr. Das, damit ihr euch ungefähr vorstellen könnt, wie gut das schützt. Mein alter Gehörschutz, wo ist der? Wenn ich meinen alten Gehörschutz auf hatte, habe ich immer so gesprochen, weil ich mich eigentlich fast normal höre. Also es ist kein Unterschied. Hingegen der neue Gehörschutz, wenn ich den aufsetze, muss ich laut sprechen, damit ich mich selber höre. Sonst weiß ich nicht, was ich gesagt habe. Also das ist wirklich total arg. Da bekommt man rechtliche Probleme. Na, zu Recht. Ja. Ist die Hobelmaschine das lauteste Geräusch? Nein, die Kreissäge sind auch so unangenehm. Wunderschöne Kastenbretter. Ja, das war's. Das war's. Also die kann man den Sonntag wieder genießen. Kurzer Einblick noch in die Entwicklung meiner Tischfräse. Es hat sich hier alles weiterentwickelt. Diese Tischmechanik habe ich ausprobiert das erste Mal. Jetzt kann ich mit dem Tisch bis neben den Fräser hinfahren. Das einzige, diese Absackhaube, die ich hier hatte, ist hier so knapp. Da wirft es mir das ganze fräsende Material quasi ins Gesicht. Das ist nicht sehr sinnvoll. Aber ich werde das weiterentwickeln. Hier muss ich mir noch was herbauen, damit dieser Anschlag ordentlich zum Einstellen ist. So muss ich immer lange herumklopfen. Und das habe ich jetzt erlegt bei der Absaugung. Hier war ein Keilriemen, so artig wie ein Keilriemen, so ein Lederband. Das ist mit der Spindel, mit der Frässpindel angetrieben worden. Und hier hinten ist ein Ventilator gelaufen und hat hier anscheinend das Material abgeworfen. Aber dieses System hat nur gepasst, wenn ich eine 30er Spindel drin habe. Ich habe jetzt eine 40er drin, jetzt ist das nicht gegangen. Jetzt habe ich das hier auch ausschneiden müssen, dass ich etwas beweglich bin. Das war sehr eng alles. Falls sich mit dieser Absackhaube irgendjemand auskennt, wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir das quasi zukommen lässt. Die Informationen in den Kommentaren, denn ich habe sowas noch nicht gesehen und die Tischler, die ich kenne, wissen das auch nicht, was das ist. Vielleicht sind das keine richtigen Tischler, die ich kenne. Vielleicht geben sich die nur als Tischler aus und sind in Wirklichkeit Mechaniker, Fleischhacker. Ich weiß es nicht. Kurze Blattlehre, das ist eine rohe 19mm Spanplatte. Das war einmal eine rohe 19mm Spanplatte. Hier ist aber aufgekommen ein 5mm Kirschanleimer und Kirschfurnier. Kann man hier gut sehen. Und bei der Gärung habe ich auch einen eingeleimt. Das hier ist eine 30-Platte Fichte und das hier ist eine 19mm Tischlerplatte. Aber die Materialien sind momentan so teuer. Eine 30-Platte kostet so viel Geld, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, eine 30-Platte zu benutzen. Ich benutze jetzt in Zukunft eine 2-Schicht-Platte. Das war jetzt ein Blödsinn. Die Platten sind momentan so teuer, dass es wirklich schwer ist, mit ihnen zu arbeiten. Ich wollte mir vorne für den Keller was bauen. Das habe ich jetzt nicht gebaut. Denn es wäre nicht leistbar gewesen. Ich warte, angeblich werden die Preise 2030 wieder etwas besser werden. Falls von euch jemand Tischler lernen will
oder interessiert ist, die Tischlerei als Hobby zu betreiben, kann ich nur empfehlen, nein, werdet Bäcker. Ich glaube, die Mehlpreise sind total stabil geblieben. Also Mehl kostet fast nichts und Mehl kann man auch wirklich selber herstellen. Man braucht sich nur eine Getreidemühle kaufen und ein wenig Grund, wo man das Getreide anbaut. Aber wie soll ich Platten herstellen? Also Jobs, Empfehlung quasi Bäcker, total super, auch im Hobbybereich. Man kann zu Hause Brot backen. Dann gibt es noch Kartoffelerzeugungsmensch, also Äpfelerzeugungsmensch quasi. Also diese Berufe könnte ich empfehlen, aber nicht Tischler. Es ist momentan nicht ein Kreissägeblatt, ist so teuer. Und wenn man sich jetzt ein teures Kreissägeblatt kauft, braucht man eine noch teurere Maschine und dann braucht man einen Platz, wo die steht. Getreidemühlen sind so groß. Also die jetzt noch dran sind, die haben durchgehalten. Die jetzt das nicht mehr hören, die hören das nicht mehr. Darüber brauche ich eigentlich gar nicht reden. Aber die, die noch dabei sind, quasi die Durchhalter, zu denen sage ich, danke fürs Durchhalten, danke fürs Durchbeißen quasi. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Also es kann jetzt nach diesem Video nur schöner werden. Viel Spaß. Wir sehen uns nächsten Donnerstag wieder. Nächsten Donnerstag werde ich extrem schlank sein. Ich fange nämlich jetzt gerade an zum Abnehmen. Also ich habe jetzt gerade noch eine riesengroße Portion gegessen und werde jetzt nichts mehr essen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder was essen werde. Also nächsten Donnerstag werde ich circa um 70 Kilo weniger haben. Viel Spaß, bis dann. Drückt gefällt mir, abonnieren und das Ganze ist eh klar. Wie immer. Ist Ostern. Kannst du dich erinnern, ich war gestern bei dir. Ja, ist Ostern oder war Ostern schon? Ist Ostern ist schon lang vorbei. Was haben wir jetzt? Silvester oder was? Nein, Allerheiligen ist morgen. Wann ist das? Im August? Keine Ahnung. Ist das ein September? Im Mai, glaube ich. Was ist los? Ist die Marillenblüte, sind die Marillen schon geerntet? Nein, die Kirschen blühen gerade bei mir vor dem Fenster. Das heißt, es ist... Blühzeit. Das heißt, es ist ungefähr April, Mai oder so. Weihnachten war aber schon, oder? Nein. Noch nicht? Nein! Kommt wieder! Was? Weihnachten kommt wieder? Weihnachten kommt wieder! Wann? Google Online-Kalender, muss ich nachschauen. Schau mal nach, bitte. Also jetzt noch einmal, warum verwendet man am Sonntag keinen Gehörschutz? Am Sonntag soll man keine Maschinen aufdrehen, weil man ja die Menschen mit Lärm belästigt. Ach so. Jo, und wenn man aber jetzt trotzdem schneidet und man setzt aber selber keinen Gehörschutz sich da auf, dann schaltet man dieses Gesetz der Lärmbelästigung einfach aus. Das ist wie Plus und Plus ist Minus. Oder ist Minus und Minus Plus? Nein, ist ja einfach, wenn der Lärm ignoriert wird, dann ist er nicht da. Quasi, wenn er ignoriert. So kann man das. Das ist quasi die Faustformel dazu. Das ist dasselbe mit der Kreissäge. Genau. Bei der Hobelmaschine ist dann nach einer Stunde circa, ist dann. Puh, ist schon laut.